Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir starten heute mit der ersten Division der Sowjets bzw. der Alliierten aus dem Burning Baltics DLC, dem 19. oder der 19. Panzer. Wie heißt es genau? Panzerkorps, das 19. Panzerkorps, Tankovi Korpus. Und gucken uns einfach mal die Division heute im Detail an. Am Ende, von Ende Juni bis Mitte August 44 kämpfte das 19. Tankovi Korpus von Vitebsk bis an den Stadtrand von Riga und verlor dabei die Hälfte seiner Panzerkräfte oder Panzerstärke. Als es nur neben Doppelkopf startete, war diese Formation eine der wenigen mobilen Einheiten, die zur Verfügung stand, um den Angriff abzuwehren. Die Kampfgruppe verfügt im Vergleich zu einem normalen sowjetischen Panzerkorps über wenige Infanterie und weniger T-34-85 Panzer, kann aber im Gegenzug eine ausgewählte Anzahl von schweren KV-85 und IS-2 Panzern einsetzen. Eine größere Auswahl an Artillerie, einschließlich Katyusha-Werfern, 152mm Kanonen und sogar 203mm Haubitzen sowie Flak-Einheiten sind verfügbar. Für zusätzliche Feuerkraft sorgt die amerikanische Land and Lease B-25J-30 ein modifiziertes Nah-Unterstützungsflugzeug, das mit 7 nach vorne gerichteten Kaliber 50 Maschinengewehren bewaffnet ist. Das 19. Panzerkorps ist eine gepanzerte Kampfgruppe, die sich in defensiven Situationen am wohlsten fühlt. Das sehen wir auch. Es ist eine B-Division, also ist eine gute Mischung aus Angriff und Verteidigung. Hier sehen wir jetzt das Deck der Division. Aufklärung ist relativ gut, zumal wir hier in Phase B auch drei T-34-85 als Aufklärungspanzer bekommen. Infanterie, wie erwähnt, relativ wenig, wobei das immer noch ganz gut aussieht. Das Problem ist, dass die Panzerabwehrwaffen, die dabei haben, nur Panzerbüchsen sind. Das heißt, gegen Panzer sind die nicht wirklich einsetzbar. Hier haben wir aber auch schon in Phase B die Strelki mit Maschinengewehren dabei. Und die haben auch Heatgranaten. Die können sich also auch einigermaßen gegen Panzer abwehren. Und in Phase C dann die Avtomatschiki, die hier mit Maschinen, ja, Pistolen, Gewehre, glaube ich, daherkommen. Ist okay, aber natürlich nicht die stärksten Infanterieeinheiten. Wir sehen es mit den Panzern. Am Anfang in Phase A, T-34-85. Das ist gerade in Phase A natürlich sehr, sehr cool, weil da kann man den Gegner schon mal ganz gut unter Druck setzen. In Phase B, KV-85. Man hätte auch in Phase A schon ein IS-2 1943 kriegen können. Den habe ich aber in Phase B verlegt. Da kriegen wir statt einen dann drei Stück. Die kosten halt auch 200. Das heißt, entweder schickt man eh nur T-34er ins Gefecht oder halt dann einen von den IS-2, weil vom Preis her ist das halt schon ganz schön teuer. Die Unterstützungs-LKW oder die Auflade-LKW packe ich auch mal in Phase B, weil in Phase A brauchen wir die in aller Regel noch nicht, damit wir mehr Munition haben, um dann unsere Artillerie aufzuladen. Natürlich hat das zur Folge, dass die Katyushas dann in Phase A erstmal nur eine Salve schießen können, dann also nicht aufmunitioniert werden können. Man könnte jetzt überlegen, sie auch in Phase B zu verschieben, um noch eine mehr zu bekommen, aber lassen wir mal so. Flugzeuge sieht auch ganz gut aus, Flak ist ein bisschen dünn, ne? Klar, 4,85er in Phase B und 3,37er, aber das ist nicht wirklich viel. Man könnte jetzt noch überlegen, hier die CIS-5V, die Doshka oder so mitzunehmen, die sind relativ günstig, aber die haben halt, also es ist halt nur ein Maschinengewehr, was da hinten auf dem LKW drauf ist. Das ist natürlich gegen Flugzeuge nicht wirklich sehr, sehr stark. Und wir sehen hier, wir bekommen noch einen Helden. Und zwar, Moment, wie heißt er genau? Georgi Nefjodowitsch irgendwas Zakharov. Fliegender General wird er wohl genannt. Oder der fliegende sowjetische General. Davon haben wir ihn zweimal in Phase B. Insgesamt also eine ganz nette Division, ein bisschen anders als sonst. Wir haben auch hier in Phase B noch zwei SU-52, die sind natürlich auch sehr, sehr stark. Schauen wir mal, wie wir uns hier verkaufen. Und es geht los, wir spielen gegen die 122. Infanteriedivision. Auf einer Karte, die wir ja auch schon kennen. So, 1 gegen 1 diesmal. Ich bin alleine unterwegs. So. Wollen wir erstmal ein bisschen Scouts. Mal gucken, was ist. Das sind keine Sniper, okay.
Euch setze ich mal hier rüber. Bei euch wäre ganz geil, wenn ihr es schafft, in die Kirche da zu kommen. Und die hier drüben gehen mal schnell dahin. Und dann dahin. So, Infanterie haben wir ja jetzt nicht so viele. Was haben wir an Panzerabwehr? SU-85, 76er. Und an Unterstützung auch 76er mit HE geschossen. Huch. Die würde ich gerne dorthin stellen. Und ah, die MGs wären natürlich jetzt geil. So, und die gehen mal bitte hier in den Wald rein. So, hier in der Mitte. Wir nehmen mal eine SU. Die geht mal hier. Ja, die geht mal dahin und dann dahin. Hier die Mitte lässt sich total schlecht bespielen, weil hier keine Straße ist. So, die gehen mal hier hin und dann dahin. Die anderen Infanteristen führen wir dahin. So, und hier drüben pushen wir mit einem T-34. Und drei von den Infanteristen. So, mal starten. Gucken, wie gut das geht. Auf welcher Seite uns hier der Gegner entgegenkommt. Ah ja, er schickt uns gleich mal Flugzeuge entgegen. Das ist nervig. Also gerade diese Aufklärungsflugzeuge ganz am Anfang. So, hier, die fahren mal weiter. Ach, die können darauf schießen, das ist gut. So, hier der Scout. So, und die hier, gehen wir bitte dahin. So, Flugabwehr. Werden wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen was holen. Damit das Aufklärerflugzeug hier nicht so alleine rumsteht. Und wir sehen schon wieder die mittlere KI. Es ist eine Katastrophe. Sie ist so schlecht. Machen die überhaupt irgendwas? So, Feindkontakt. So, das Scout-Plane zieht sich zurück. Und wir gucken mal, dass wir mit die da angreifen können. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Feindkontakt. Разговорчики в строю.
Die laden wir mal aus. Den Panzer holen wir uns mal noch einen dazu. So, und die hier schießen jetzt auf den da drüben. Sehr gut. Den können wir rausnehmen. Und jetzt schießen wir dort auf das Flak. Oh, das sieht gut aus. Da kommt das nächste Flugzeug. Das ist wieder ein Spotplane. So, und die schicken wir mal dort lang. Вижу противника. 14 zu 10. So, hallo, hier geht's ein bisschen los. Das ist schon mal ganz nice. Der T-34 kann da mal in den Angriff gehen. Was sind das eigentlich für Fahrzeuge? Das sind irgendwelche Scout-Planes. Scout-Planes, sag ich schon, irgendwelche Scout-Fahrzeuge. So, schicken wir ihn da drauf. Der andere ist noch unterwegs. Der geht raus. Treibstoffexplosion, nice. Zieh dich ein Stück zurück. Dort den Mörser. Was haben wir denn an schöner Artillerie? Wir haben ja die Katyuschas. Wenn wir sie schon haben, können wir uns auch einmal holen. Greifen wir mal den da an. Den haben wir ja gerade auf der anderen Seite schon zerstört. Keine Feuerlinie. Ah, Mist. Sind die Häuser im Weg? Stell dich mal hier drüben auf. Vielleicht kannst du von hier auf ihn schießen. Fährt die jetzt gerade rückwärts? SU-85? Ja, lol. Okay, krass. So, da kommt der, was auch immer das ist. So, Granatwerfer wieder. So, kannst du von hier aus auf die schießen? Ja. So, du gehst mal bitte hier drüben dran. Mal gucken, ob er das schafft. Die SU. Hoffentlich nimmt sie HE. Na, also sie schießt auf jeden Fall. Ach, jetzt zieht er sich zurück, okay. Dann auf den Granatwerfer. Pilot in Panik, nice. Kann er auf den wieder schießen? Laden die hier mal aus. Die gehen mal in den Wald rein. Und er geht mal da rein. Haben wir die jetzt wieder eingeladen? Nein, ihr sollt... Hallo? So. Können wir uns mal noch eine SU-85 holen? Einfach weil es so schön ist. So, da kann der Scout da oben den Granatwerfer angreifen. Der ist ein Schockstachel. Kriegen wir den eventuell raus? Hm, immer noch zwei Leute. Der trifft den nicht so richtig. Strange. So, wie sieht's hier drüben aus? Die beiden Panzer sind da. Die bringen wir mal in Position. Und die schicken wir mal dort in den Wald rein. So, die Su schießt jetzt auch. Die schießt, wieso schießt du APCR? Schießt HE. Yes. Oh, wir werden angegriffen hier. Da oben ist auch nochmal ein Granatwerfer. Wir holen uns hier mal noch Verstärkung.
Panzer. Ja, müssen wir warten, bis wir die KV-85er holen können. Stuck 3G, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen ekelhafter. Aber er steht halt so tief, dass es vermutlich schwer für ihn sein wird, uns hier Panzer wegzunehmen. Beziehungsweise Punkte wegzunehmen. So, da haben wir wieder Infanterie. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wir hätten hier auf effizienter Schuss gehen müssen. Schießen die wenigstens HE? Ja, sieht so aus. Der kommt da nicht ran. Der ist zu weit weg. So, da ist eine Sturmhaubitze. Da müssen wir aufpassen. Jetzt brauchen wir hier mal Flugabwehr. Ah, er kommt da jetzt mit dem Spotplane. Das ist scheiße. Haben wir was entgegenzusetzen? Nee. Keine Jäger. Ja, diese Sturmhaubitze ist ekelhaft. Das könnte jetzt das Ende der T-34er bedeuten. Nee. Der Scout geht raus. Und, tja, schwierig jetzt hier. Das wird jetzt hier kritisch. So, wir laden mal den Flak hier hinten aus, nicht, dass die rausgeht. Die Su geht da mal rein. Er versucht jetzt hier ein bisschen durchzukommen. Da kommt das nächste Stück. So, wir sind in Phase B angekommen. Aua. Oh, das wird jetzt ekelhaft hier. Könnt ihr mal ein bisschen Gas geben hier? Eventuell kann die SU was spotten. Also hier steht auf jeden Fall irgendwas. Die Frage ist, was? Hol mal noch einen Scout dazu. Er versucht sie oben immer wieder mit Grenadieren. Das ist echt spannend. So, hier, die können wir mal ausladen. Ah ja, Hallöchen. Eventuell in die Seite des Stucks. Ja, die Strelki mit ihrer Panzerbüchse. Oh, das kannst du vergessen, ey. Ja, jetzt zieh dich mal zurück. Uiuiui. Na, es könnte jetzt nochmal kritisch werden hier. Sanitar. Ach, guck mal da. Oh, shit. Zwei, also ein Stück 3G und eine Sturmhaubitze. Aua, aua. Mist, der kriegt die Sturmhaubitze noch raus.
Erstmal müssen wir die spotten. Und jetzt pusht er natürlich hier krass rein. Das gefällt mir auch nicht. Kommt er jetzt mit diesen Sturmgeschützen da? 12 zu 12. Я больше не могу. Понял. Die haben sind HE leer. Wow. Готов, товарищ. Назад. Санитар. Что приказов? А, зацепили. Танк готов. So, die KV-85er machen einen guten Job. Das Stück dort nervt ein bisschen. Aber das wird es auch nicht mehr lange machen. Wir gehen mal hier lang. Können wir das Stück eventuell von hinten kriegen? Hey, ihr sollt hier ranpushen. Hat der von hier aus eine Schusslinie auf das Stück? Ja, perfekt. Na, guck mal da. Ah, er trifft es nicht. So, das geht raus. Oh, komm, lad nach. Aua. Okay, er prallt ab, sehr gut. Visier beschädigt. Und das Stück nimmt da mal eben den KV-85 raus. Das ist natürlich nicht geil. So. Die SUS sind wieder aufmunitioniert. Und wir holen mal ein bisschen Artillerie zum Spielen mit dazu. Sehr gut, sein Opel Blitz haben wir da rausgenommen. Kriegen wir irgendwie eine Schusslinie auf das Stück hin? Nee. Warte mal, fahr mal hier hinten lang. Versuch das Stück mal von hier anzugreifen. 15 zu 9 steht es wieder. Eventuell können wir von hier aus das Stück da oben angreifen. Der hat keine Munition mehr, wow. Heißt das mit einem defekten Visier, dass er schlechter gucken kann? So, wollen wir erstmal gucken, dass wir Feindkontakt. Ah ja. Ja, erstmal auf das 20mm Fahrzeug dort schießen. So, kann er. Yes, er hat dort ein Schussfeld auf das Stück. Und es geht raus. Perfekt. So, hier müssen wir mal den Scout hier vorne hinstellen. Und die beiden SUs rücken mal noch hier mit nach. Отделение ждет команды.
So, dann bitte wieder auf das Fahrzeug schießen. Das Fahrzeug geht raus. Die Artillerie kommt auch noch mit dazu. Da haben wir noch einen Opel Blitz. Den haben wir noch nicht rausgenommen. Kommt schon. Feuer frei auf den Opel Blitz. Sehr gut. Da kommt der nächste schon angefahren. Ford, was auch immer das ist. Feuer frei. So, unsere Artis schießen. Der Ford geht raus. Lässt aber noch die Infanterie raus. So, und die Arti verlegt sich mal, kriegt hier noch ein Auflade-LKW mit dazu. So, die beiden Sus versuchen mal auf das Schuck 3G da oben zu kommen. Fokussiert euch bitte mal erstmal auf die 105 mm Artillerie. Sehr schön. So, wir holen mal noch mehr Artillerie dazu. Ah ja, da haben wir noch ein Stück. Feuer frei. Der Scout ist da. Ach, da steht ein Scout in den Gebäuden drin, ne? Okay. So, die sind in der Schockstarre, das ist gut. So, das wird... Wo ist unsere andere Artillerie? Die ist hier. Das wird Team 9. Die gehen bitte mal schnell hier hin. So, die sind raus. Jetzt ist das Stück da oben wieder nicht gespottet. Das gefällt mir nicht. Können wir mit denen irgendwie mal das Stück noch spotten, was da oben steht? Und da muss jetzt die Artillerie mitmachen. Warum schießen die da? Warum schießt die Gruppe 0 nicht? So, Phase C. So, die Arti schießt. Mal gucken, ob das gegen die Gebäude so gut ist. Wir sehen aber auch, dass hier schon wieder reingepusht wird. Wir holen uns jetzt mal Infanterie noch dazu. Oh, wir haben den Scout verloren. Ah, interessant. Die sind halt echt schwer da rauszukriegen. So, die sind auf freiem Feld, das heißt, die können wir erstmal rausnehmen. Die in den Gebäuden sind halt schwerer zu treffen. Oh shit, oh shit! Was steht denn da noch Ekelhaftes? So, die ist weg, die Front. Panzerabwehr, nochmal eine SU-85 hier mit dran. Die hat sich verlegt, die 20 mm, das kleine Mistvieh. Die
schafft es sogar, den KV-85 leicht unter Schockstarre zu setzen. Aber die geht jetzt, glaube ich, raus, die 20 mm. Da kommt noch ein Stück 3G. So, okay. Team 0 und Team 9 verlegt sich. Oh, die haben sogar 2 Sterne schon. Das ist natürlich nice. So, da kommt ein Panzer, wie wir gesehen haben. Stuck geht raus. Er haut halt jetzt hier mit seiner Artillerie in den Wald rein, verständlich. So, das Führungsstück dort. Diese Flammenwerfer sind eigentlich gar nicht so wichtig. Das Stück hier wäre wichtiger. Okay, das ist raus. Und dann bitte auf die Artillerie. So, die sind alle ausgeladen. Das heißt, wir greifen mit denen jetzt hier über die Freifläche an. Mit Unterstützung hier von dem KV-85. Oh, shit! Da steht irgendeine Pack da oben. Das ist schlecht. Und damit haben wir auch schon gewonnen. Naja, also mittlere KI, wir kennen das Spielchen trotzdem, 24 Minuten. Wir machen 1290 Kills, er macht 450. Ist auf der linken Seite zum Beispiel komplett passiv, auf der rechten Seite ein bisschen Action. Eine Division, die gerade hinten raus scheinbar mit sehr, sehr starker Infanterie kommt, weil mit 2 Sterne, wenn man dann noch einen Offizier mit reinpackt, könnte es durchaus interessant werden. Und auch die Panzer sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Die IS-2 haben wir jetzt noch gar nicht getestet. Die KV-85 auf jeden Fall ganz nice. Gegen Stuks kommt man da ganz gut an. Gegen Panther auf relativ kurze Distanz könnte es auch noch funktionieren. Wenn er da mit Tigern kommt, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Aber gut, davon gibt es ja in der Regel auch nicht ganz so viele. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer, namentlich genannt Kalle, Ködö, Irondal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.